vor allem sprachliche Vielfalt. Ich bin total begeistert davon, dass man zum Beispiel in Kärnten oder in der Gegend von Triest 3 bis 4 Sprachen können kann und können muss. Und es gibt verschiedene Gegenden in Europa, wo das auch der Fall ist. Ich liebe es, wenn Menschen in der Lage sind, je nach Situation oder Land miteinander zu kommunizieren und dass das einfach nie eine Frage ist, sondern dass man, wie es bei Kärntner Slowenen möglich ist, einfach im Satz zwischen verschiedenen Sprachen herum switcht. Das finde ich sehr diverse. Wenn man ganz grundsätzliche Dinge, die unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation ausmachen, ernst nimmt und auch befolgt, wenn man kurz seinen Hausverstand einschaltet, wenn man nicht von Angst zerfressen ist und wenn man wenn das alles schon zutrifft, dann ist, glaube ich, schon sehr viel gewonnen. Und wenn man vor allem nicht auf Populisten hört. Man hat wahnsinnig viel Energie verloren im Laufe der Jahre. Das heißt aber nicht, dass ich punktuell immer noch richtig Gas gebe und auch das sage, was ich meine.